Der König ist tot, es lebe der König. Und er ist der Neue, zumindest bis Ende der Saison und in Frankfurt durchaus kein Unbekannter. Martin Jiranek spielte mehr als 10 Jahre erfolgreich in der DEL, unter anderem für Nürnberg und Ingolstadt. In der ewigen Torschützenliste der deutschen Eishockeyliga unter den Top 10 zu finden. Er weiß also, wie Erfolg aussieht. Zurzeit ist er in Nürnberg in der Nachwuchsarbeit und beim Deutschen Eishockeybund für die U16 zuständig. Das Klima, als er heute Morgen in die Kabine kam, beschreibt er folgendermaßen. Es ist schwer zu antworten, weil ich kann die Kabine noch nicht. Wir waren alle positiv, Kopf war alle hoch. Wenn ich schaue jemanden in die Augen, fast alle hat gelächelt. Mein Eindruck war, alles positiv. Wenn ich rede, ist total ruhig. Wenn ich erkläre etwas, war total ruhig. Und ich schaue, gibt es Fragen und alle, nein, wir verstehen das. Die haben die Übungen sehr gut ausgefüllt. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Nachdem der Top-Wunschkandidat, der frühere Meistertrainer Rich Czernomatz, wegen anderen Verpflichtungen abgesagt hatte, telefonierte Geschäftsführer Stefan Krämer gestern Abend ausgiebigst mit Martin Jiranek. Und bereits heute Morgen um kurz nach 11 wurde er der Mannschaft vorgestellt. Jiranek stand schon vor der Verpflichtung von Frank Genkes vor der Saison auf der Wunschliste der Trainerkandidaten sehr weit oben. Und genau diese Liste wurde gestern Abend wieder herausgeholt. Jiranek war bereits Cheftrainer in der DEL bei den Krefelder Pinguinen und Co-Trainer bei den Adlern aus Mannheim. Doch die Geschichte, wie es überhaupt so weit kommen konnte, ist eine Geschichte voller Widersprüche. Auf der einen Seite wird behauptet, die Mannschaft hätte sich in einer Mannschaftssitzung gegen den Trainer Frank Genkes ausgesprochen. Auf der anderen Seite hätten die Verantwortlichen nur darauf gewartet, dass die Mannschaft gegen den Trainer eine Revolte startet, um ihn dann vor die Tür zu setzen. Und wiederum andere halten diverse Störfeuer des früheren Spielers und jetzigen Mitgesellschafters Michael Presak für den Grund des Trainerwechsels. Ja, letzten Endes hat er extrem viel Gegenwind auch bekommen. Ich meine, unterm Strich gibt es auch das Sprichwort, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch hinaus. Letzten Endes hat er sehr, sehr viele Statements von sich gegeben, die hart waren. Ich bin persönlich immer ein Freund von klaren Ansprachen, aber vielleicht hat er die eine oder andere Aussage vielleicht nicht in all der Härte treffen sollen, so wie er es auch gerade in der Öffentlichkeit getan hat. Hat damit zu kämpfen gehabt eigentlich für die komplette Saison. Er selbst sagt auch, er ist in Frankfurt eigentlich nie angekommen. Finde ich jetzt nicht so wirklich, wie er es gesagt hat, aber unterm Strich gab es dann natürlich auch eine Schlammschlacht. Viele Dinge, die er in der Presse dann über sich lesen musste. Festzuhalten bleibt, sportlich sind die Löwen Frankfurt bestens aufgestellt und haben Platz 1 fest im Visier. Und der neue Trainer macht einen ersten positiven Eindruck. Nach der Stellung der Mannschaft gegen den alten Trainer sind die Spieler natürlich jetzt in der Pflicht. Und nur mit dem sportlichen Erfolg kann über die Probleme in dem berühmten Bereich hinter den Kulissen hinweggesehen werden.